Menschheit mit ihrer ganzen Kohle in den Bach untergeht und das Zeug. Dieser ganze Recording- und Produktionsprozess von zwei Touren halt unterbrochen. Ne? Eigentlich Europa-Touren. Ja, drei letztendlich. Drei! Deswegen ist die Platte eigentlich auch so spät rausgekommen, weil drei Europa-Touren halt dazwischen waren. Und wirklich vom Studio on the road und halt und dann von the road halt wieder zurück und dann hat man halt einfach wieder coole Erfahrungen gemacht und dann haben wir andere Songs irgendwie geschrieben und deswegen war das so ein. Ja, aber es ist halt nur zum Besten fürs Endergebnis, weil halt einfach das alles da drinnen ist in der Platte. Einfach dieses ganze Tour und was man auf Tour erlebt, auf Tour erlebt. Ist halt einfach lang gereift. Und wie sagt ihr, also warum seid ihr nicht bei euren alten Plattenfirmen schon irgendwas bei Meinungsverschiedenheit. Erst waren es Meinungsverschiedenheit. Das war ein Österreicher. Sag's halt, ja. Die Burt Mangs nimmt live auf gleichzeitig. Ohne Klick. Und genau, ich bin dann ohne Klick, ja, was vielleicht ein also bisschen ungewöhnlich ist. Klick ist gleich das Metronom. Genau, also der Takt. Vorgabe. Meistens hat es jeder so, dass alles quasi gleichzeitig im Takt und im Groove sind. Und manchmal hat es dann nur der Schlagzeuger, weil der dann quasi der Groove für die anderen, also die Basis für die anderen ist. Und bei Brötmanns Läschchen überhaupt keine Groove. Gibt's ja auch keine. Also da gibt's keinen Klick. Und, es wird einfach. Es geht einfach. Also es ist wirklich bei der Produktion auch, also kaum gibt man irgendwem quasi eine Richtlinie oder eine Vorschrift, sich an irgendwas zu halten, ist das ein Chaos. Also es ist echt furchtbar. Ja, jetzt der Christoph, der man sagt, ja, wenn man euch einzeln anhört, dann hört sich richtig scheiße an. Aber wenn man euch zusammenhört, dann ist es richtig geil. Ja, das ist auch eine Kunst natürlich. Ja. Im Prinzip bin ich an der Seite ganz gut auch drauf eingeschossen, deshalb war das auch ein Grund, warum wir halt wieder hier im Separate Sound Studio aufnehmen wollten, weil wir uns einfach verstehen, also weil da niemand versucht irgendwie die Musik zu ändern. Und die Art und Weise, wie wir es halt dann aufnehmen lassen. Also wir können jetzt nicht ein Lied eine Stunde lang spielen und dann coole Sachen rausdoktern. Entweder es ist auf einen Guss geil oder wir müssen warten. Ich frag die Frage jetzt nochmal. Ja, vergiss die Frage, wir sind gerade auf was draufgekommen. Da steht nämlich drauf, wie viel Kalorien ein Bier hat. Ja. Und so ein Bier, warte mal, wie viel Kalorien ein Bier hat? So ungefähr 40 also Kalorien pro 100 Milliliter. Also Spekulatius. 50, du Sau. Aber es ist weniger als Spekulatius. Ja, überleg mal, du trinkst 10 Bier aus 2500 Kalorien. Okay. 250 Kalorien sind Bier. Wäre das für Jogging-Stunde? Ein Bier. Ja, mindestens. Wir schreiben jetzt eigentlich keine fantastischen Sachen, also nichts über Drache reiten und so Seefahren, also nichts gegen euch Jungs, aber ich meine, wir... Get a grip! Get a life! Na, wirklich so Spaß. Also wie immer weiß so Spaß, wenn wir ja, ich meine, anders können wir es nicht. Nein.
wir haben am meisten Spaß in Songs und wir können halt nur Songs schreiben, wenn wir Spaß haben. Und jeder, der mit uns Spaß in den Songs hat, den lieben wir natürlich und mit dem wollen wir auch zu Konzerte feiern und so. Aber ich glaube, wir wären jetzt nicht die Band, die es drauf hätte, halt ein Lied zu schreiben, was gerade in ist. Naja, also mir persönlich machen eigentlich alle Songs, die wir haben, Spaß zu spielen. So Favoriten. So wird das nichts. Ja, einfach. Ja, welche Nummer jetzt alles? Interessiert sich sogar mich. Einfach nicht. Ich war gerade dabei, du Arschloch. So, das ist für Schwätzer. Lass doch mal einen DJ ausreden. Der Schwätzer-Unterteiler. Herr Lehrer? Ja, hau rein. Bitte danke dir von dem Bier. Okay, mach ich. Naja, also, wie gesagt, also die Songs zu spielen machen sie mir alle Spaß, aber Stringy Bark ist auf jeden Fall einer meiner Favorites auf jeden Fall auch zu spielen. Geil. Variiert von Auftritt zu Auftritt. Von Song zu Song. Von Moment zu Moment. Es gibt Zeiten, da mache ich den Song und dann. Zeiten, da mache ich andere Songs. Ich wünsche dir, was du zu, was du sagst. Ja, also ich freue mich echt auf den Ausstieg. Ich finde, das ist der tanzbarste Song jetzt eigentlich so. Bislang. Das ist geil. Das ist auch viel geil. Tut die Leute schön swingen. Der ist auch schon live rein, oder? Ja, ja, den haben wir auch. Das ist eigentlich schon der älteste neue Song von uns. Nummer ja, weil es halt so stampfend ist, genau wie dieses Ding ist, diese Stampfelemente, aber es ist. Da, da, da. Die Menschheit mit ihrer ganzen Kohle in den Bach untergeht und das säuft. Und das steckt auch im Titel drin, Royal Flush und der Titanic. Weil man mit dem Gewinn untergeht und das säuft. Und ich finde, dafür ist schon geil, einfach.
verdienst die Kohle deines Lebens auf einem Schiff, das untergeht. Und du passt es nicht. Du freist dich. Saugeil eigentlich. Ja, ja, weil er ist halt sau witzig eigentlich. Obwohl es halt eigentlich. Du warst bis Scherben. Also, es ist alles dem Untergang geweiht. Die Nummer geht quer übers Griffbrett auf jeden Fall. Ja. Macht viel Spaß, das Spiel auch. Schick gesagt. Ja. Fight, der. Yeah. Fight. Das ist auf jeden Fall ein sehr eigenen Vibe, den der Fritzi Jackson damit in die Band eingebracht hat. Ich bin auch froh, dass wir den Song haben. Fritzi did it again. Ja, who will do it again and again. And again. And again. Da steht er noch auf Octa. Was, das Lesen oder was? Ja, ich dachte, du meinst den Amp halt. Das ist ein 800er. Gibt es da ein Brett oder was? Gibt es ein Brett? Okay. Jo. Die außen. Ne? Schön rauchen. Ja, ja, saugeil, dann nehmen wir den. Den Raum aus der Ausschüttung. Hm? Dangerous Dan. Ja, weil sie gefragt haben. Ja, es sind 14 Songs, ja. Unterschiedliche Songs. Ja, unterschiedliche Länge. Unterschiedliche Länge. Wir riskieren mal was, ja, machen wir es anders. Fuck you, pay me. 14 Songs und die sind unterschiedlich lang. Was denn? Die Window alle. Ich hab's in den Leben haben, die Kamera leid man haben. Oh, fick dich. Ui. Ja, Songs. Okay, also erzählt mal was über eure Songs, die auf jeden Fall, wie viele sind das, etc. Es sind 14 verschiedene Songs unterschiedlicher Länge. Ich
ich muss pissen.